Willkommen zurück zu Malida und zu einer weiteren Folge The Casting of Frank Stone, Folge 12. Und ja, wir wollten jetzt eigentlich diesen Geheimgang hier erkunden, den wir in der letzten Folge aufgemacht haben. Das heißt, einfach mal locker flockig voran. Aber so richtig wundern tun sie sich noch nicht, dass die Gänge hier in dem Haus auch sich immer anscheinend irgendwie ändern oder sonst irgendetwas. Und laufe ich hier eigentlich alleine rein? Madison. Könnte schlimm werden. Aber du hast ja die Kette. Okay. Also Fotos, ne, die sind schon gruselig so im Halbdunklen. Ah, hier geht's weiter. Stopp, 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 stopp. Da geht's also weiter. Oh, was ist das denn? Hier spricht Dr. Lieber. Ich führe richterlich angeordnete Therapiesitzung 5 mit Frank Stone durch. 28. März 1961. Hm? Nach unserer 1961? Letzten Sitzung ist etwas passiert, Frank. Das war vor über 60 Sie Jahren. Sie haben einen Pfleger angegriffen. Oder wir können uns das zunutze machen. Sagen Sie, fühlen Sie sich je von einer höheren Macht berufen? Ihr Instinkt, anderen Schmerzen zuzufügen, sie zu bestrafen, ist vielleicht nicht völlig fehlgeleitet. Sie müssen Verantwortung übernehmen, Frank. Nicht nur für ihre Vergangenheit, sondern auch für ihre Zukunft. Ja, sie haben eine Zukunft. Sie könnte grenzenlos sein. Vertrauen Sie mir einfach. Okay. Dr. Lieber übte starken psychologischen Einfluss auf Frank Stone aus. Ist das alles vielleicht diese Augustine? Das könnte alles Augustine sein, ne? Weil es sind ja hier nur Frauen. Aber, ja klar, er war ja schon mal im Gefängnis, ne? Und hatte dann psychologische Sitzungen hier. Und seine Psychologin war dann, ja, die Augustine. Ja, und die hat ihn dann bestimmt auch so schön beurteilt, ne? Zum Gefängnisdirektor so, ja, der ist top, der ist resozialisiert, fehlt nur noch eine Anstellung im Stahlwerk und dann passt das schon. Und sie hat ihn dann immer weiter beeinflusst, damit er da tötet und denkt, er macht gute Sachen. Ne? Ja, ich habe noch nichts mehr gefunden, ich weiß es selbst. Aber ich bin ja auf der Suche. Oh. Zwillinge sind gruselig. Ist nun mal so. Meinst du jetzt generell Zwillinge? Also, wenn ich diese Puppe sehe, ne, würde ich nicht an Zwillinge denken. Ne? Also, das wäre das Letzte, was mir dazu einfallen würde. Aber ey, echt, sieht die... Ist schon gruselig, ne? Würde ich mir sowas eigentlich in so eine Vitrine reinstellen oder so? Ich weiß nicht, ich habe eben so gegenüber der Couch vom Wohnzimmer so ein bisschen links ist bei uns so eine Vitrine, wo ich viele Anime-Figuren zum Beispiel sammle. Ne? Wenn ich so ein Ding da reinstelle und manchmal, wenn man dann vielleicht nachts beim Fernsehen einschläft oder so und man ja, wacht im Twilight. Boah! Scheiße! Man wacht im Twilight wieder auf, wollte ich sagen. Ich war noch Panik von so einer Figur. Oh, hier ist die Figur. Opfermesser. Ich kämpfe gegen die Dunkelheit an und fühle, wie es mich tiefer in den Abgrund zieht. Mhm. Holy shit. Okay. Das ist bestimmt alles Augustine. Alles Augustine. Wo bleiben die?
Ja, darauf eine PS5, ne? Mit dem Beamer drauf. Ich muss das verstehen. Warum sollte ich? Ich kenne dich nicht mal. Linda! Zum Glück bist du okay. Du glaubst nicht, was passiert ist. Ich habe diesen völlig irren Raum gefunden und dann ist dieses Mädchen aufgetaucht. Maddie, hör zu. Das ist nicht der Sam Green aus Cedar Hills. Er ist ein Betrüger. Ihm ist nicht zu trauen. Ich gebe zu. Zwischen uns liegen Entfernung und Zeit und noch viel mehr, als du denkst. Aber wer auch immer ich für dich bin, du kannst mir trauen. Das musst du. Nenn mir einen guten Grund. Du hast Augustins Archiv gesehen. Sie sammelt nicht einfach nur jedes Stück von eurem Film. Sie sammelt jedes Stück von dem Film, das jemals möglicherweise hätte existieren können. Was soll das bitteschön heißen? Du hast es selbst gesehen, Linda, die ganzen Filmrollen da, ne? Du kannst nichts davon beweisen. Ja, könnte recht haben. Vor einer Stunde hätte ich das nicht gesagt, aber nach dem, was ich erlebt habe, glaube ich, Sam hat vielleicht recht. Augustin belügt uns. Was auch immer sie tut, übersteigt unsere Vorstellungskraft bei weitem. Du hättest die Kammer sehen sollen und das Mädchen. Ich misstraue Augustin, aber diesem Mann noch weniger. Wer Augustin auch ist, zumindest behauptet sie nicht, aus deiner Vergangenheit zu sein. Linda! Linda! Was ist passiert? Wir waren im Stahlwerk und... Was? Du bist so alt! Oh Mann. Sowas. Solche Dinge, die können passieren. Manchmal. Hurra! Stan! Da bist du! Hab dich vermisst! Was macht der Stan eigentlich da? Der hat keine Verbindung zu den Leuten, ne? Also ich glaube, dem Stan müsste man auch muss man auch misstrauen. Ist das etwa euer Film? Ja. Ist es. Eigentlich führe ich Regie. Hast du dein Stück vom Film? Ja. Dann zeig's mir. Warum sind diese Filmbänder so wichtig? Mari? Ich muss den echten Film sehen. Warum? Was? Wo ist es? Genau hier. Es war hier drin. Alle abgezogen. Die hat euch alle reingelegt. Hast du deins denn noch? So. Zeig's mir. Zeig, was du meinem Sohn geklaut hast. Ich kann das nicht. Du kannst das nicht? Ich... Naja. Also, hab halt schon einen Deal mit Augustin. Ich... Das war bevor alle anderen kamen. Ich... Hab einfach schon... Warte mal, wenn das die Realität ist, wo die normale Realität für Linda, wo der Stan da ist, aber der Sam Green, der jetzt da ist, kommt aus einer anderen Timeline, aber da ist das Gleiche passiert, dass sein Sohn irgendwie, also der Robert, dem Stan seinen Film vermacht oder irgendwie gegeben hat. Verdammte Ratte, ja, komm. Verdammte Ratte, du hast uns von der ersten Sekunde an belogen. Ach bitte, das war nichts Persönliches. Ach, einfach nicht zu fassen. Ich kannte euch nicht mal. Sie hat ein bisschen mehr gezahlt, damit ich bleibe und euch Gesellschaft leiste. Hey, hast du, was du wolltest? Bist du fertig mit den Spielchen? Wenn sie die ganze Zeit schon alle Teile des Films hatte... Warum hält sie uns fest? Das ist eine gute Frage. Wenn sie denen jetzt gerade den Film vorspielt, ne? Vielleicht will sie auch, dass die dann aufeinander losgehen. Oh nein, er kommt.
Boah, wie bei Dead by Daylight. Oh mein Gott. Warum hältst du auf sie drauf? Nein, die kann jetzt nicht tot sein, oder? Trösten sie nicht hin. Ja, aber das passiert jetzt gerade, ne? Also, ich komme da jetzt auch noch nicht so ganz klar. Aber schon geil gemacht, ne? Nicht, Maddie. Die ist dir nicht an. Ich glaube, ich sollte mich jetzt lieber verziehen. Wir waren in der alten Maschinenhalle. Da haben Chris, Jaime und ich einen Weg in Franks Versteck gefunden und... Das war von... Ich weiß. Bleib genau hier, bis ich zurück bin. Verstanden? Aber Dad... Okay. Ist Bonnie... Habe ich irgendwas falsch gemacht eigentlich? Ist Bonnie wegen mir jetzt irgendwie tot, oder... Nein, da hängt Bonnie, ne? Aber ich konnte doch nichts anders machen, oder? Kann ich hier nicht runter? Ne, hier kann ich nicht runter. Shit. Ich hatte jetzt automatisch gedacht, dass... Ansehen? Ich hatte jetzt automatisch irgendwie gedacht, dass Bonnie auf jeden Fall safe ist. Weil es irgendwie diese Realität ist, ich habe keine Ahnung mehr. Gott, ich bin zu spät. Nein. Nein, Dad, ich bin's. Verdammt, ich sagte doch. Was ist passiert? Warte, ich komme mit dir. Ich muss helfen. Nein, Robert. Das Ding da unten ist zu gefährlich. Du darfst nicht verletzt werden. Oh nein. Aber ich bin schuld. Ich habe sie reingeführt. Ich. Wenn du nicht gehorchst, kann ich dich nicht schützen. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass du gehorchst. Tut mir leid. Das stimmt. Nein. Tut mir leid. Oh Mann. Aber es wirkt so, als hätte, wird der Sam irgendwie schon wissen, dass da irgendwas Übernatürliches ist, weil ihn... Er kennt es ja irgendwie. Das Ding ist zu gefährlich, sagt er ja, ne? Ja. Also so, als würde er wissen, was das Ding ist. Und wo hat er seine fucking Taschenlampe? Ich kann doch nicht ohne Taschenlampe jetzt hier machen. Ich will eine lila Taschenlampe mit
zwei geilen Addons. Einmal für Batterie und einmal um den Lichtstrahl. Oh Gott. Ach, hier geht's dann weiter. Ich meine, hier ist ja auch sonst nichts, ne? Das muss mit diesen Kids und ihrem verflixten Film zu tun haben. Linda. Oh, Scheiße. Ey, ist das... Achso, komm. Wir laden das einmal auf. Nur ist für mich so arschdunkel hier. Wo muss ich denn jetzt hin? Ach, da durch. Sagt er. Ach Gott. Ey, warum ohne Taschenlampe? Das gibt's doch nicht. Diese Kamera. Vielleicht ist sie ja der Schlüssel zu allem. Etwas stimmt nicht. Ich glaube... Wenn ich jetzt nichts mache? Also mit der Kamera meine ich jetzt. Oh, sowas mag ich nicht. Sowas mag ich natürlich nicht. Okay, es gibt nur den einen Weg anscheinend. Ja, wir gucken kurz einmal weiter. Da hinten wird auf jeden Fall gekämpft. Und ich hoffe mal, dass es so wie, als wir den Generator repariert haben, dass die irgendwie ein Signal machen oder irgendwie anzeigen, wenn hier irgendwie eine Präsenz da ist, so eine übernatürliche, ne? So, komm. Reiß dich zusammen, Sam. Na los, für sie. Okay, Kamera hat geleuchtet. Meine Güte. Okay. Ist das der richtige Weg oder? Oh, Spirit! Das Phantom der Rache. 10 von 12 gefunden. Ob die mich auch wieder erschreckt? Nee. Okay. Ist das jetzt der richtige Weg, wo ich lang gehe, oder? Oh. Heimer, warte kurz. Ich glaube, dann geht es irgendwie gleich weiter, ne? Wir müssen aber einmal da hinten gucken. So. Ich will einmal nach hier gucken, ob hier irgendwie... Nicht, dass ich eine Figur verpasse. Okay. Kann es sein, dass hier... Dass hier mehrere jetzt gerade Hilfe brauchen? Ja, ne?
zwänge ich da mal kurz durch. Okay, auch nichts. Kann ich auch nicht aufmachen, ne? Nee. Weil ich glaube, hier vorne habe ich doch jetzt auch schon wieder irgendjemanden stöhnen hören, ne? Wozu ist das ganze Ding hier gut? Ich glaube, ich bin auch schon damals hier mit ihm da hier reingelaufen. Nee, das Ding ist für nichts gut. So, komm, dann gehen wir jetzt erstmal zu Reimer. Und gucken, was wir da machen können. So, Reimer, ich bin da jetzt. So schnell gekommen, wie ich konnte. Sam, oh Gott sei Dank, bitte, hilf mir. Tut mir leid, Junge. Das wird wehtun. Komm schon. Was hat er denn da? So eine Art Bolzen oder was? Oh. Oh Gott! Fängt er jetzt nicht richtig an zu bluten? Du bist okay. Du bist okay. Wo sind die anderen? Chris ist tot. Linda. Es hatte sie. Meine Schwester. Das Ding hat sie auf einen Haken gespießt, als wäre sie nichts. Und Linda ist durchgedreht. Sie hat das Ding mit der Kamera gefilmt, als ob sie es damit verletzen könnte. Und irgendwie hat es geklappt. Es wollte weg, aber Linda wollte es dafür bezahlen lassen, was es Bonnie angetan hatte. Wir sind ihm nach. Bis hierher. Wir wussten nicht, dass das seine Absicht war, bis es zu spät war. Jaime. Deine Schwester. Es tut mir leid. Sag ihm das doch nicht. He is watching us. Er erwartet, dass wir fliehen. Am besten ist, du bleibst hier. Vorerst. Ich hol dich hier ab, sobald ich Linda gefunden habe. Aye, aye, Captain. Alles in Ordnung? Bestens. Ich glaube, das wird nicht gut werden, ey. Ich glaube, das wird nicht gut werden. Ich weiß auch nicht, ob es besser gewesen wäre, ihn nicht an dem Bolzen dran zu lassen, anstatt ihn abzuhängen. Und jetzt fängt er an, richtig zu suppen und das wird nicht gut werden. Ja? Das hat sich doch jetzt wieder verändert, ne? Ist das jetzt immer noch dieser lange Gang, oder? Da ist er noch, aber jetzt ist die Tür hier auf. Und hier ist Blut. Okay. Okay, also irgendwo hier. Oh Gott. Linda. Fuck. Scheiße. Ich muss ihr helfen, bevor es zu spät ist. Komm schon.
Hier bestimmt lang, ne? Zumindest ist da oben frisches Blut. Aber da geht's auch noch rein. Da ist so eine Kiste und hier. Ich hätte gerne Nachtsicht. Komm, oh Gott, wir gehen einmal kurz hier gucken. Diese Monstrositäten sind überall. Ich habe keine Zeit dafür. Ja, den hatten wir auch schon gefunden, stimmt. Okay, dann gehen wir mal den frischen Blutspuren nach. Was ist denn hier? Einfach nur nichts? Jo, einfach nichts. Was? Wir gehen einfach rein. Auf. Oh, die hat aber ordentlich was abbekommen, ne? Oh nein! Jetzt kann er mir nicht entkommen! Er schreit aber nicht mehr, ne? Jetzt kommt er auch noch rein. Haben wir es gestoppt? Ist es vorbei? Nein. Für uns bleibt noch eine Sache zu tun. Die Kamera zerstören, meinen die bestimmt, ne? Und die Augustin will, glaube ich, genau diese Kamera, genau diesen Film wollte sie, ne? Das Massaker, oh nein. Ich schwöre, jetzt gleich jetzt hier rund, wa? Die haben jetzt den Film gesehen.
Der Stan will schon wieder weg. Mein Gott, der geht mir so auf die Nüsse. Stan konfrontieren oder Augustin anklagen. Ja, komm, wir lassen ihn nicht abhauen. Jetzt warte mal eine Sekunde, verdammt! Was soll der Scheiß? Lass mich! Siehst du, was du hier angerichtet hast? Hast du irgendeine Ahnung? Wen juckt, was sie mit diesem miesen B-Movie macht? Gib's auf, alter Mann! Du bist ein Witz! Da kommt hier die Pforte. Yep. Wir machen den ersten Schlag des Massakers. Du hast mir die Nase gebrochen, du seniles Stück Scheiße! Oh, er kommt raus. Du hast mich belogen! Das habe ich nicht. Ja, na sicher. Du hast mir versprochen. Ich kann nichts dafür, wenn du meine Versprechen falsch verstehst. Meine Mom ist gestorben. Du wusstest von meiner Trauer und du hast es ausgenutzt. Ein Reisender ist nur so stark wie sein Gefährt. Du hast uns einiges zu erklären und einiges zu zahlen. Hilfe! Hilfe mit ihm! Oh Gott. Nein, wegen dem... Oh nein, du... Wegen der Kette bestimmt. Nein, er hat keine Knarre, er kann nichts machen. Was mache ich hier? Echt jetzt? Echt jetzt? Reinkarniert. Nimm nicht viel weg. Jetzt! Ja. Ja. Da, los! Du Stück Scheiße! Du Stück Scheiße! Ja genau, geh auf Stan, geh auf Stan! Oh nein. Oh ja, Stan ist der Letzte, der da bleibt. Jawohl. Frank. Tu wenigstens das. Scheiße. Ja, Hauptsache du hattest einen Deal mit Augustin. Aber Madison, scheiße, wegen der Kette. Der die Kette hat, ist tot. Scheiße, hätte ich die mal Stan gegeben. Oh.
hier gelandet. Es muss einen anderen Ausweg geben. Habe ich Zeit? Finde einen Weg, den Aufzug mit Strom zu versorgen. Wir gucken einmal kurz. Was für ein Abgang. Ah, so ein Riss in dem Film, ne? Okay. So, machen wir mal so. Ich weiß nicht, ob wir jetzt irgendwas mit Zeit läuft oder nicht. Und ich weiß auch nicht, wie lange das Spiel noch geht. Könnte auch gleich schon vorbei sein, ne? Also, ich sag vielleicht mal bis zur nächsten Folge. Vielleicht, wenn es nicht mehr so viel ist, packe ich es dran. Aber über ein Like, Abo und Kommentar würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Oh, ich höre ihn. Ich mach mal lieber hin. Also, vielleicht bis zur nächsten Folge dann. Vielleicht. Warte, wir gehen erstmal gucken. Zwölf. Ich sehe ein grässliches Ding, mehr Schatten als Gestalt. In meinen Albträumen ruft es nach mir. Nein, habe ich nicht gelesen. Oder läuft der hier irgendwo rum? Hier geht's weiter. Ja, okay, dann haben wir so wahrscheinlich ein bisschen Zeit, ne? So. Dann können wir uns... War da was? Nee, ich dachte nur. Dann können wir noch einmal kurz... Aber wird bestimmt abgeschlossen sein, wie so oft. Ja. Warum dachte ich, das klappt auf einmal? Ich muss verrückt sein. Ja gut, okay. Jetzt aber, wie gesagt, bis zur nächsten Folge. Und über Like, Abo und Kommentar würde ich mich freuen. Ciao, euer Malida.